Jean-Louis Schlesser aus Nancy, der mit seinem Eigenbau die letzten vier Afrika Eco Races für sich hat entscheiden können. Aber der Toyota Hilux von Jacky Lohmanns, der Opel des ungarischen Dakar-Spezialisten Balázs Salay und die Buggy von Yves Froment und Patrick Martin sind alle ernsthafte Herausforderer für den alten Wüstenfuchs, der vermutlich seine letzte Afrika-Rallye bestreiten wird. Wenn ich dieses Mal nicht gewinne, mein Gott, dann macht's auch nichts. Ich habe in den 20 Jahren meiner Wüstenkarriere so unglaublich viele Rallyes gewonnen, dass ich es verkraften könnte, hier geschlagen zu werden. Wenn ich gewinne, toll. Wenn ich es nicht sein sollte, dann möchte es bitte jemand sein, mit dem keiner rechnet. Bei den LKW gibt es den üblichen harten Kampf der Osteuropäer. Thomas Tomicek mit dem Tatra mit der 400 hat bereits zweimal gewonnen in den Jahren 2011 und 2012. Seine Herausforderer sind unter anderem Ex-Sieger Miklos Kovac und die Spanierin, Portugiesin Elisabeth Jacinto. Ich gehe davon aus, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben wird über die gesamte Distanz hinweg. Ich freue mich schon drauf. Die Veranstaltung begann bereits vor zwei Tagen mit dem Start in Südfrankreich. Dann ging es von Saint-Cyprien über die Grenze nach Spanien und dort über Nacht auf eine Fähre. Heute am frühen Morgen des Silvestertages kam der Tross in Nordafrika an. Von Motril nach Nador ging die Nachtfähre. Und hier im Norden Marokkos steht dann heute die erste echte Etappe, die erste sportliche Herausforderung an, nachdem einige der Verbindungsetappen die Teilnehmer doch schon ordentlich müde hinterlassen haben. Das ist die Fähre, mit dem es von Motril nach Nador ging. Der gesamte Tross hat an Bord übernachtet und teilweise nur recht wenig Schlaf bekommen, weil die Überfahrt auch nicht ganz ruhig verlaufen ist. Zudem natürlich die Anspannung in der Luft lag und jede Menge Fachsimpeleien, geprägt von großer Vorfreude, auf dem Programm standen. Ganz früh am Morgen landete die Fähre bereits in Nador, sodass ein Schlaf weder in den Autos noch in den Kajüten an Bord zu denken gewesen ist. Bestenfalls mal ein kurzes Wegdösen, wie es die Akteure auch etwa bei den 24 Stunden von Le Mans im laufenden Rennbetrieb machen. Mehr war es in der Nacht nicht. Und deswegen ist die erste Etappe auch noch nicht allzu anspruchsvoll. Relativ kurz mit nur 87 gezeiteten Kilometern. Insgesamt mit Verbindungsetappe 632 Kilometer. Eine kurze technische Prüfung mit viel Schotteranteil und nur einer kleinen sandigen Sektion. Norbert Dubois auf seiner KTM, und zwar auf der großen 690 Kubikzentimeter KTM, setzt die erste Bestzeit. Man darf am ersten Tag nicht zu viel riskieren. Der lange Transfer in den Süden sitzt uns noch in den Knochen. Wir haben nicht viel geschlafen und müssen deswegen ganz vorsichtig uns ans Limit rantasten. Michael Pisano aus Korsika, den Sie gerade bereits sahen, in Rekonvaleszenten. Also der eröffnet heute die Rallye und legt für alle anderen eine Spur. Hinter ihm fährt der Marokkaner Harate Gibari. Ich bin ganz bewusst vorsichtig losgefahren. Ich wollte nicht schon zu viel riskieren. Das Hauptziel für mich lautet, ins Ziel zu kommen. Willy Jobart aus Frankreich gewann im Jahre 2011. Er fährt hier jetzt mit einem ganz interessanten Motorrad, einer Zongzin 450 Hybrid. Alle Welt redet über Klimaschutz und über Umweltverschmutzung. Jeder weiß, dass wir was für die Umwelt tun müssen. Und auch kleine Projekte wie das, was ich hier
vorantreibe, können in Summe irgendwann einmal einen Unterschied ausmachen. Das hier ist mein Beitrag, den Motorsport ein bisschen sauberer zu machen. Norbert Dubois vor Michael Pisano, das sind die ersten beiden am Ende der heutigen Etappe. Robert Teuretzbacher liegt auf der 5. Position als bester der Deutschsprachigen in Österreich. Jean-Antoine Sabatier hat heute die Autoetappe gewonnen. Ich bin zum ersten Mal mit diesem Buggy unterwegs. Es war nicht einfach, die richtigen Spuren zu finden, da wo der Grip am besten ist. Die Leistung ist schon sehr eindrucksvoll, die dieser Buggy hat. Ich glaube, wenn wir in den Sand von Mauretanien kommen, dann sind wir sehr gut dabei. Balázs Csálai aus Ungarn mit seinem Opel hat heute einen kleinen Navigationsfehler gemacht und deswegen etwas Rückstand eingefangen. Sowas passiert in Afrika oder auch in Südamerika bei der echten Rallye Dakar immer wieder mal. Wir haben einen kleinen Punkt außer Acht gelassen, einen Orientierungspunkt ignoriert, an dem wir hätten abbiegen müssen. Wir sind geradeaus gefahren, das war das Problem. Der Rekordhalter beim Afrika Eco Race, Jean-Louis Schlesser. Heute nicht schnell genug. An seiner Seite sitzt zum ersten Mal Thierry Magnaldi, der ehemalige französische Marathon-Rallye-Motorradstar. Vorher war Magnaldi noch eingeplant für einen dritten Buggy im Team von Nasser Al-Attiyah bei der Rallye Dakar. Das kam dann nicht zustande. Jetzt gibt es die neue Allianz mit Jean-Louis Schlesser in dessen Eigenbau-Buggy mit dem 7-Liter Chevrolet-Motor von der LS7 hinten drin. Technische Gebrechen bremsen Yves Froment. Das ist einer jener Buggy, die einst vom VW-Werksteam eingesetzt worden sind, in Vorbereitung zu deren Touareg-Einsätzen bei der Problem. An der Hinterachse legt Yves Froment lange lahm. Wir haben gleich zu Beginn ein komisches, klöterndes Geräusch von der Heckpartie des Autos gehört. Deswegen ging es nur noch darum, das Auto irgendwie heimzubringen ins Biwak. Die Achse scheint kaputt zu sein, wir müssen jetzt die Nacht über reparieren. Ja, da hängt irgendwas im Bereich der Antriebswelle und klötert ganz fürchterlich. Sabatier vor Csálai und Jean-Louis Schlesser, so steht es bei den Autos nach der ersten Etappe. Und bei den LKW ist es Tomasz Tomicek im Tatra, der einen perfekten Tag hingelegt hat. Der Tscheche, zweimal hat er hier schon gewonnen, führt vor Elisabeth Jacinto in ihrem MAN und der Noel Essers, dem alten Fahrensmann aus Belgien, unterwegs ebenfalls in einem MAN mit der Startnummer 401. Das war eine tolle Etappe. Leider konnten wir sie nur bedingt genießen, weil wir Schwierigkeiten mit der Gegensprechanlage hatten. Auch ist sonst schon irgendwas kaputt gegangen bei uns im LKW. Wir müssen heute Abend mal sehr genau nachschauen, was es ist. Und das gerade mal auf der allerersten Prüfung. Wir müssen uns für die folgenden Tage einfach besser vorbereiten. Noel Essers, der Belgier, erlebt einen ganz besonderen Tag. Für ihn ist heute der 70. Geburtstag und er feiert den Silvesterabend in der Wüste Marokkos mit einem Täppchenplatz. Ich möchte natürlich unser erstes Update nicht beenden, ohne Ihnen genau zu sagen, was mit den deutschsprachigen Akteuren passiert ist. Robert Teuretzbacher aus Österreich auf seiner KTM auf Platz 5 bei den Motorrädern. Robert 13. Landsmann Michael Kreis 16. Stefan Breisach auf Rang 20 vor Thomas Schatt. Und die 24-jährige Julia Schrenk bei ihrer ersten Teilnahme
bei dieser Marathon-Rallye auf dem 23. Platz. Morgen um Mitternacht bin ich wieder für Sie da mit der zweiten Etappe aus Marokko. Bis dahin, tschüss, danke fürs Gucken und einen weiterhin guten Rutsch, Ihr Norbert Okenga.